Torellingel, Preisträger des Award Corporate Communications 2012 im Interview. Torellingel von der Wirtsgruppe, Sie setzten für IKEA die Eröffnung in Rothenburg um. Was müssen wir unter der Eröffnung IKEA Rothenburg uns vorstellen? Ja, es ist natürlich jede Filialeröffnung oder die Eröffnung eines neuen Einrichtungshauses ist immer ein großes Ereignis für IKEA. Es ist strategisch ein sehr wichtiges Projekt gewesen. Und unsere Aufgabe war es eigentlich, ein wenig Vorfreude schon in der Region rund um Rothenburg zu schüren, noch bevor die Tore geöffnet sind. Und das haben wir, glaube ich, mit der Kampagne sehr gut geschafft. Und ja. Sie haben eine spannende Mischung aus eigentlich Live-Erlebnis, Live-Event und online geschaffen. Kam das an? Hat das funktioniert mit diesen Wohnungseinrichtungen und dem Online hier das Anschauen, das Ganze? Ja, das Ziel von IKEA ist es ja auch immer nah an der Zielgruppe zu sein und unser Ziel war es auch, die Kompetenz von IKEA, auch die Inspiration, die die Produkte von IKEA bringen, eigentlich auch in dem Zuhause der Kunden zu zeigen. Und da lag die Idee dann nahe, das quasi umzusetzen, indem man tatsächlich auch echte Wohnungen komplett umstylt von IKEA aus und da Interior Designer ans Werk lässt. Und dieser Ansatz hat IKEA überzeugt. Wir konnten über verschiedenste Kanäle, ob das jetzt online, TV, Werbung begleitend, Aktionen auf der Straße, Ambient-Maßnahmen, haben wir quasi die Aktion bekannt gemacht. Es haben sich 300 Personen beworben, die ja auch durchaus ein Opfer gebracht haben und ihre Wohnung zur Verfügung stellen wollten für einen kompletten Restyling. Und ich glaube, da uns eine recht gute Aufmerksamkeit geglückt, noch im Vorfeld. Und die Zahlen vor der Eröffnung zeigen ja auch, dass es da auch Wirkung gezeigt hat und nicht nur eine kreative Kampagne war. Eine spannende und vor allem mutige Idee. Wie hat IKEA auf die ganze Idee überhaupt reagiert? Waren die sofort begeistert oder war man da noch ein wenig stutzig? Nein, man muss sagen, IKEA hat das Potenzial der Idee eigentlich sofort erkannt und man muss ihnen auch trotz allem auch einen gewissen Dank und auch Respekt zollen, dass sie bei so einem wichtigen Projekt wie eine Filialeröffnung auch diesen kreativen Weg gegangen sind und nicht das Standardprogramm, was man ja auch durchaus hätte machen können, um eine Eröffnung zu promoten, gewählt haben. Sie sind mit uns den Weg gegangen und ich glaube, das Ergebnis zeigt, dass es sich auch gelohnt hat und ich glaube, wir sind sehr viel dichter auch da mit einer Marke an IKEA gewesen, die immer ungewöhnliche Aktionen machen, die immer ein bisschen anders sind und das hat sich, glaube ich, in der Kampagne sehr gut wiedergespiegelt und ja. Hat sich wohl gelohnt, sonst hätten wir diesen Preis. Genau, sie wurden ausgezeichnet mit dem Award Corporate Communication. Nochmals herzlichen Glückwunsch. Torellingel Wirtz hat das Ganze umgesetzt für IKEA, die Eröffnung in Rothenburg. Besten Dank und herzlichen Glückwunsch.